So, Leute, zurück zu Let's Play War for the Overworld, mein Hobby-Dungeon. Nachdem wir in Justitia prinzipiell aufgeräumt haben, begeben wir uns jetzt nach Bügelschloss. Wieder brauchen wir 200.000 Punkte, prinzipiell. Moment. Es waren hier 100.000, 150, oder? Was? Ach, werden wir schon herausfinden. Schauen wir mal hier. Na gut, 70 Diener retten, Baron von Göbelgern aus dem Kerker retten, 20 feindliche Verteidigungseinrichtungen zerstören, Pockzilla aus dem Kerker retten. Das hört sich nach Spaß an. Wir erobern und, ja, erweitern. Prinzipiell aber hauptsächlich erobern. Sehr schön, ein Pet-Dungeon, wo wir einfach hier ein paar Kerker aufknacken sollen. Bin mal gespannt, wie wir da starten. Haben wir da ein Portal? Oder müssen wir nur mit Kreaturen arbeiten, die aus den Kerkern befreit werden? Welcome to Lockshackle. A penal colony just begging to be liberated by an enterprising underlord. The realm has no gateways and is bereft of beasts and constructed units. Better get picking those locks. Moment, okay, da legst du, genau, okay. Okay, wir haben keine Möglichkeiten hier in Richtung. Aber ich sehe schon hier überall Minions. Überall in der Umgebung sind Minions. Na gut, okay. Das ist schon mal gut. Wir haben viele in unserer Umgebung. Aber trotzdem muss ich mal einen genaueren Blick erhaschen. Hier haben wir zum Beispiel einen Kerker. Mit einem riesigen Speier. Will ich vielleicht nicht aufmachen. Die Frage ist... Archive unlocked. Yeah, unlock erstmal alles. Mögliche. Ich muss jetzt erstmal schauen, wo ist denn hier überhaupt Platz zu bauen? Finde ich blöd, dass wir nicht so in der Kampagne hier mehr Mana zur Verfügung haben. Ich hätte schon gern mehr Mana, muss ich zugeben. Damit könnte man viel leichter... Oh, Moment. Achso, von da kommen die Gegner. Hier können wir ja schon mal extenden. Der Weg wird auf jeden Fall freigeschaltet. Hier sind auch keine Minions, weil... Die erste Frage ist, wo kriege ich Ressource Geld her? Also ich kriege zwar Ressource Geld auch über die Mechaniken hier, ohne Probleme, aber... Ich wäre trotzdem glücklicher, wenn ich hier eine unendliche Goldquelle zum Beispiel finde. Barracks unlocked. Hier sind Wege, die führen hier weiter nach oben. Okay, und sprengen hier oben einen Weg frei. Sehr verzweigt die Wege hier. Sehr verzweigt. Ich werde gerade Sachen eingenommen und dadurch kriege ich mehr Mana. Kann es sein? Ja, ich beobachte mal. 780. Kann es sein, vielleicht durch die Wände? Nee, wann wird hier das Mana gesteigert? Das habe ich noch nie gecheckt bisher. Ich weiß bloß, dass es passiert. Okay, hier haben wir Gegner. Hier haben wir... Wer bist du? Bist du derjenige, den ich suche? Cozy. Na, ich kann es so nicht sehen. Ich kann es nicht erkennen, ob das die gewünschte der Baron ist. Ach du Schande, wir haben aber hier einiges vor uns. Das kann man auf jeden Fall sagen. Die Verteidigungseinrichtung, ja, das sollte kein Thema darstellen. Einfach alles zerstören, alles einnehmen. Hier ist viel einzunehmen. 70 Diener, es muss auch viel geben, theoretisch. Hier ist ein Weg, der führt hier durch. Nicht wirklich, nicht wirklich. Hier ist ein Abgrund. Hier drüber führt ein Weg und dann hier und dann hier. Okay, okay, okay. Das ist der Weg. In die Richtung würde ich gerne schauen. Ist das ein abgeschlossener Bereich?
wie es alles schaut. Naja. Wenn der Raum hier abgeschlossen ist. Das ist auf jeden Fall ein schöner Bereich zum Expanden. Ah, hier sehe ich auch Zerstörbares und Obsidian. Das deutet darauf hin, dass von der anderen Seite ein Weg hier durchführt. Aber immer noch keine unendliche Goldquelle. You've discovered a perception shrine. Insufficient mana. Wenn ich keine Kerke habe. Ach so, die können ja jederzeit. Moment. Wenn ich, Kerker ist irrelevant. Wenn ich keine Beschwörung habe, kann ich jederzeit mit... ich brauche jemanden, der foltern kann. Moment, ich kann... aber dann muss ich erstmal einen bekehren. Ich brauche einen Succubus. Wenn ich einen Succubus irgendwo bekomme... Ist hier ein Succubus drin? Wer bist du? Was kannst du? Du bist wahrscheinlich kein Succubus oder so. Foundry, unlocked. Ein Succubus und ich könnte mir eine Armee mal thematisch... Da ist einer. Da war einer. Perfekt. Perfekt. Okay, dann werde ich in dieser Runde einfach mal eine Armee aus... Ja... diesen Kreaturen machen. Dazu brauche ich einfach nur einen Kerker und... ja, dann wird bekehrt. So beschaffe ich mir in dieser Welt sozusagen meine Minions, meine ich natürlich. Und die hole ich sowieso alle. Das wird ein Spaß. Okay. Jetzt müssen wir halt bloß warten. Ich brauche tatsächlich dann ja, eine Möglichkeit, die zu bekommen. Im Moment dauert es noch. Ich brauche die Folterkammer. Kerker wäre kein Problem. Kerker kann ich auch erobern. Hier oben ist auch abgesperrt, oder wie? Ach, du Schande. Die will ich eigentlich nicht so schnell holen. Außer du ums Gold. Es ist zwar Gold, aber es ist keine Goldquelle. Keine unendliche Goldquelle, wohlgemerkt. Ach, da oben ist noch mehr. Oh. Der könnte der Gesuchte sein. Ich glaube, das habe ich gerade gelesen. Baron? Besitzer, der Feind, blablabla. Ah, ich dachte, mir wurde gerade der Name gezeigt. Gefängnis. Ich sehe den Namen einfach nicht. Das könnte auch der Baron sein. So auf jeden Fall eine starke Kreatur. Und stark bewacht. Und gut versteckt. Alles auf einmal. Wie kommt man da eigentlich hin? Also von dem Weg scheinbar... Tavern! Unlocked. Nicht. Der Weg macht hier das auf und dann geht man hier entlang und dann ist hier der Eingang. Okay. Mhm. Und solche Missionen hätte ich gerne in den Cheat die Karte aufdecken. Ganz ehrlich, das macht... Moment. Ein Cheat die Karte aufdecken. Das ist das, da was benötigt wird. Okay. Neues Ziel. Wir schaffen es selbst, die Karte aufzudecken. Legen wir dann los. So, was hätte ich denn gerne für Räumlichkeiten? Nahrung, schlafen... Archiv. Wenn da Nahrung da schlafen ist, kommt das Archiv. Dort unten hin vielleicht. Da reicht mir 5x5. Vollkommen aus. Warum habe ich so viele Minions? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, macht erst mal. Wir warten vielleicht den einen Zahltag ab. Ein kostenloser Zahltag, während ich die Räumlichkeiten hier schaffe. Für mein neues Imperium. Es fehlt jetzt nur noch ein Goldschrein.
Das ist schon mal ein Schrein, ein Verteidigungsschrein. Starke Gegner. Möchte ich vielleicht noch nicht so früh hin. Holzbrücke, Kerker kommt als nächstes. Sehr gut, wir brauchen die Folterkammer. Sobald die Folterkammer da ist, geht's los. Dann geht's richtig los. Dann hole ich mir einfach eine Armee aus Gutmenschen. Naja, der Rest ist dann... Oha, stimmt, der Biester. Oh, ein Eye of the Betrachter. Schade, hier ist nix. Ich habe hier echt Geldprobleme. Also, ja, naja, was heißt Geldproblem, aber... Eigentlich... You've discovered a manufacturing shrine. Ja, den kann man... Kann man schon... erobern. Das spricht jetzt nichts dagegen. Ich sehe jetzt da keine Minions, die bezahlt werden wollen. It's payday. Not enough mana. It's payday. Ich würde gerne den Incantation Shrine erobern eigentlich, aber da sind halt Gegner in der Nähe. Ich kann ihn vielleicht trotzdem erobern. Ich muss dazu hier aufsprengen, da durchbuddeln. Machbar. Durchaus machbar. Das bereiten wir auch schon mal vor. Und hier unten ist doch auch irgendwas. Irgendwas ist doch hier unten. Voll der lange Weg, der mich wohin führt. Not enough mana. Hier ist doch auch schon wieder irgendwas Geheimnisvolles. Irgendein Dungeon von den Guten. Von den guten Gutmenschen. Prison unlocked. Hühnchen, auch wieder eine Stufe 10 Kreatur. Interessant. Porkzilla. Ah, Porkzilla. You've claimed a manufacturing shrine. Ist ja witzig. Riesiges Hühnchen. Was macht der nochmal? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Mal draufklicken? Nee, passiert nichts. Ich weiß es nicht, was der macht. Moment, haben wir jetzt schon... Nein, haben wir noch nicht. Alchemistenlabor kommt als nächstes. Ich kann aber jetzt mittlerweile doch mal hier... Schlaf... Nee, wir machen hier... Wir machen hier den Schlafplatz. Ich möchte halt noch keine Minions bei mir haben. Minions has developed a sausage addiction. Was? Eine Wurstabhängigkeit? Habe ich richtig gelesen, gehört. So, wird Geld erstmal gesammelt? Boah, hier könnte ich natürlich sehr viel Geld sammeln. Hier werde ich bald sehr viel Geld sammeln. Nicht könnte, ich werde. Aber ich habe tatsächlich noch keinen Goldschrein gefunden. Das ist natürlich die Frage, gibt es hier einen? Muss ja nicht überall einen geben. Das ist ja die Sache. Und solange nicht Gold verboten, also Goldzauber verboten werden, ist es auch nicht zwingend notwendig, Goldschreine zu haben. Trotzdem fühle ich mich mit unendlichen... Ah, das Ritual. Ja, das Ritual, das hätte ich auch gerne. Aber ja, ich wollte ja... das und hier unten waren die Magier drin. Also befreien wir sie als erstes. You've claimed the perception shrine. So ist's richtig. Die sind gleich happy, dass sie hier raus sind. Ja, und jetzt kosten sie mich auch Gold. Und gar nicht mal so wenig.
Aber das ist in Ordnung. Anfangs brauche ich das noch nicht. Beziehungsweise, die schaffen die Sündenpunkte, um, um mir die Goldquellen zu verschaffen. Feindliche Verteidigungseinrichtungen. Baron von Göbel gerne aus dem Kerker retten. Einen Baron retten, Diener. Ich habe 3 Diener schon gerettet? Ach, das ist retten? Das so definiert sich retten? Okay. Ich habe jetzt eher gedacht, aus Kerkern befreien ist retten, aber gut. Auch interessant. Irgendein glitzerndes Stufe 10. Research-Schrein. Ich glaube, sowas habe ich noch nicht gesehen. Sachen gibt's. Hier ist noch ein bisschen mehr Gold. Hier ist was zu... Ach ja, sprengen. Da war doch was. You've identified an artifact of workers. Sanctuary unlocked. Ich brauche erstmal die Kohle. The money in the bank. Niemand da auf den Weg dahin? Frech. Arbeitet. Ach, da arbeitet jemand. Leute. Underminer complete. Denn ich hätte immer noch gerne den da. Das Teil. Auch wenn das nicht so leicht ist durch die Kanone da. Moment. Moment, Moment, Moment. Oh, ich sehe gerade sowieso ein Problem. Ich komme da nicht so leicht hin, oder? Ah, ich habe zwar jetzt den Weg hierhin freigeschaltet, aber auf die andere Seite komme ich nicht. Ah, shit. Wäre auch zu leicht gewesen, nicht wahr? Na gut. Geld wird gesammelt. Das ist gut. Hier werden Sachen gesammelt. Oh ja. You have been blessed with permanent spirit workers. Die kann man immer gebrauchen. Und das ist auch schön. So, ich hätte gerne das hier. Oh ja, ich kann ja auch so einen Bald beschwören. Das ist ja auch gut. Blutgeld. Ja. Blood money unlocked. Somit haben wir unsere unendliche Geldquelle geschaffen. Der kleine Cheat geht ja immer wieder. Einfach Stufe 10 Einheiten rausschmeißen und hier nutzen. Dafür brauche ich eine große Goldkammer. Oh, die könnte ich doch hier direkt machen. Build a larger vault under Lord. Genau. Genau das habe ich mir gerade auch gedacht. A larger vault. Aber das machen die schon. Ja, ich kann es ja schon mal vorbereiten. Und kann ich nicht. Natürlich kann ich das nicht, weil hier genau da hat jemand wieder eine Lücke gelassen. Da lag einiges an Geld rum, wie es scheint. Sehr schön. So, jetzt bereiten wir das ein bisschen vor. Meine Gold-Cheat-Fabrik braucht einen großen... Ah, braucht es einen großen Kerker? Eigentlich braucht es keinen großen Kerker. Wir können ihn lang machen, den Kerker. Und dann brauche ich hier sowieso das Gold. Ja, die Torture Chamber, die wollen wir schon hier. 8 mal 8, 9 mal 9. Das wird eine Torture Chamber. Hier kommt der Kerker rein, da kommt die Torture Chamber rein. Wunderbar. One of your minions is unhappy. Was? Ah, Taverne, 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 Taverne. Taverne, 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 Taverne. Wo kommen die Tavernen? Hier kommt eine Taverne rein. Dann sind sie auch glücklich. Ja, sie sollten noch ein bisschen Sünden erforschen. 5 Sünden. Und dann können wir so einen Obermufti uns leisten.
Der ist ganz brauchbar. So, ich kann in der Zwischenzeit ein bisschen hier weiter kunden. Vielleicht wäre er doch eine unendliche Goldquelle. Ja, Wege. Hier gibt es so viele Wege. Hier führen Wege entlang irgendwo hin. Mhm. You've discovered a gold shrine. Jackpot! Okay, dann weiß ich ja, wo mein Fokus hinführt. Der führt entweder nach rechts, da rechts entlang, oder links entlang. Wenn ich es richtig sehe, geht nur rechts lang. Halt, ja doch, da ist ein Weg dann raus. Okay. Muss ich hier entlang zum Gold? Ja, hier entlang zum Gold. Und wie komme ich da hin? Ach du Schande, ist ein komplexer Weg. Das ist ein riesiger Umweg, nur um Gold dauerhaft zu bekommen. Let's hope your vault is brimming, Underlord. It is payday. Okay. Wie gesagt, ein riesiger, komischer Weg. Payday ist kein Thema. Dort unten wird gerade ausgebaut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Obwohl wir Kerke zu Genüge bekommen, gönne ich mir hier einen Kerker. Your prison is too small. Für was ist er too small? Ich würde nicht sagen, dass er too small ist. Liegt im Auge des Betrachters. Ja, sag mal, da ist schon wieder sowas. Leute. So, die Essenskanone kann hier Essen verschießen. Damit sollten sie glücklich werden. Gut, die Folterkammer. Kann ich theoretisch auch. You've claimed the perception shrine. Gönnen wir mal hier das Geld. Mhm. Noch ein bisschen Money in the Bank und dann... dann können wir eigentlich loslegen. Ah, wobei, das ist noch ziemlich gut. Das Heiligtum, jawohl. Das Heiligtum klatschen wir hier einfach rein. Ich mag den Archon. Brauche ich sonst noch irgendwas? Oh ja, Habgier könnte man natürlich auch machen, um Goldprobleme loszuwerden. Ah, erstmal das Ritual. Also, dass ich alles aufdecke, das ist das wichtige Ritual. Hm, fleischhaltige Ernährung. Naja. So, wir warten auf... Was warten wir eigentlich? Achso, na gut. Ich muss weiter erkunden. Der Weg wird kein leichter sein. Wo ist er? Da ist der Weg. Da ist der Weg, der geht an da entlang. Hier irgendwo hin. Da entlang. Ah ja. Theoretisch hier entlang. Ah ja. Also entweder hier durch. Sieht nicht so aus, dass ich hier so leicht durchkomme. Es ist verwinkelt, muss ich zugeben. Es ist gar nicht so leicht, hier sich durchzumogeln. Von hier aus kommt man nicht wirklich weiter. Also es ist hier der einzige Weg, wie es weitergeht, wie es scheint. Hier ist was zum Sprengen. Ja, okay, dann geht der Weg auf. Ist aber nicht die richtige Richtung. Okay, ich habe echt keinen Plan. Ich muss zugeben. Okay, der sieht auch big ass aus. Der sieht aus. Auch cool. Diese Mini-Gefängnisse.
Okay, ich hab die Übersicht verloren. Wie komme ich dorthin? Ich muss da außen entlang, ich muss hier rein irgendwie. Wie komme ich hier rein? Barracks upgraded. Wie komme ich hier rein, ist die Frage. Wie komme ich hier rein, ist die Frage. Dadurch, wie komme ich da rüber, ist die Frage. Hier irgendwie durch? Hä? Da kann ich durch. Und dann komme ich da rüber und da rein. Okay. Okay. Naja, gut. Folterkammer. Reicht erstmal für den Anfang. A frightened minion has become hopeless. Das One of your minions is unhappy. Das ist nicht gut. Gut, jetzt öffnen wir mal hier die Wege, die Pfade und holen die Minions. Und dann legen wir langsam mal los. Achso, ja, Ritual. Ich hätte gerne ein Ritual. Und zwar Enthüllung. Weil dann sehen wir wirklich alles. Wenn ich irgendwas noch vergessen habe, dann wird es aufgedeckt. Also geht mal hier und macht mal Ritualzeugs. Level up. Nett, aber nicht nötig. Your Archon will be summoned in one minute. Stattdessen hätte ich gerne jetzt ein paar wertvolle Diener. Und zwar, schauen wir uns mal genauer um. Wen hätte ich denn gerne? Die ist doch bestimmt ganz nett. Der ist ganz witzig. Die ist immer super. Der hat extra Lebenspunkte. Der hat extra Lebenspunkte. Juggernaut ist ziemlich mächtig. Feuerbreather. Your Archon will be summoned in 10 seconds. Der ist vielleicht ganz brauchbar. So. Die werden mal gefoltert. Revelation ready. Archon summoned. Vielleicht gönne ich mir noch einen. Hallo. Folterst du Leute? Ich sollte mir mal vielleicht mal durchlesen, was die können. Hi! Hi. Achso, ja. Hellsehen ist ready. Revelation activated. So, habe ich irgendwann einen Spot verpasst? Nein, sieht nicht so aus. Alles, was ich, glaube ich, erkundet habe, wurde aufgedeckt. Gut. You've identified an artifact of workers. Artifact of Workers nehme ich gerne. You have been blessed with permanent spirit workers. Chili Spucke. You've identified an artifact of sin. You have been blessed with an additional sin. Oh ja. Spectre unlocked. Alles, was ich noch nicht aufgedeckt habe, sozusagen. A Templar has been corrupted in your torture chamber. One of your minions sonst is weiß ich tatsächlich nicht. Forge unlocked. Prospector ready. Ob ich noch irgendwas brauche. Ich wüsste jetzt nichts. Infernal Urn unlocked. Gargoyle unlocked. Assembly unlocked. Irgendwelches Zeug noch. Storm Vortex unlocked. Braucht davon nichts. So, der Archon ist auch jetzt am Arbeiten. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon ein paar Truppen. Kann man nicht meckern. Mein Ritual ist fertig. Prospector activated. So, alles, was ich noch nicht eingenommen habe.
Ja, hat jetzt auch keine neuen Spots hier aufgedeckt, glaube ich. Na gut. Sehr schön, die arbeitet unten. Nekromanten wird bald freigeschaltet. Ja, ist auch nicht schlecht, brauche ich aber nicht. Eigentlich, ich brauche aktuell gar nichts mehr. Ich habe mit der Folterkammer eigentlich genau das, was ich brauche. Schlafplätze brauche ich dann wahrscheinlich mehr mit der Zeit. A Huntress has been corrupted in your torture chamber. Muss man ein wenig aufpassen, hier durchzukommen. Aber das wird wunderbar. Huntress has corrupted. Die ganzen Einheiten vom Gegner werden corrupted. Alle auf Stufe 10. Avarice ready. Habgier ist bereit. Ja, dann warum nicht gleich mal aktivieren? Avarice activated. Time to pay your minions, Underlord, for all their hard work. Geld. Da wird einfach Geld produziert. Ja, die brauchen sie ja jetzt auch. Ach, naja. Wo fangen wir als erstes an? Es gibt so viele schöne Ziele. Ich würde trotzdem vorschlagen, wir gehen direkt zum Gold. So, was war denn jetzt der Weg zum Gold? Hier gibt es viele verschiedene interessante... Achso, dort oben war der Weg zum Gold, oder? Nicht wahr? Ah, hier durch. Hier muss ich wahrscheinlich sprengen. Die Succubus kann ruhig weiterarbeiten, würde ich mal sagen. An Arcanist is unhappy because it hasn't been paid. Wo bist du? Hier ist jede Menge Geld. Nimm dir einfach Geld. Moment. Ach so, du warst eine aus der Nische. Ich habe mich gerade gewundert. Moment, warum bist du Stufe 4? Du solltest Stufe 10 sein. Ich hätte gerne ein Trainingsgebiet, damit ihr was machen könnt mit ihrer Zeit. Hey, bitte was? Wieso? Hä? One of your minions is unhappy. Warum diesem... Wieder die Arcanistin. Ich weiß nicht, was du möchtest. Hier essen. Ja, okay. Essen war schon mal hilfreich. Dies ist nicht schlecht. Na gut. Was noch? Ja, eigentlich brauche ich sonst nichts mehr. Habe ich zwar gerade schon gesagt, aber eigentlich brauche ich nichts mehr. Warum arbeitet es so gut? Wer von denen arbeitet in einer Torture Chamber? Arbeitet in der Kaserne? Arbeitet in der Arena? Arbeitet im Alchemistenlabor? Kommt also vielleicht. Foundry upgraded. Stimmt, Arena. Ach lol. Ich habe noch gar keine Biester. Fällt mir jetzt erst auf. Na, schlechter Platz, kein Platz. Will ich da durch? Da will ich nicht durch. Noch nicht. A Juggernaut has been corrupted in your torture chamber. Ach, die ganzen Biester fehlen mir, das ist ja ärgerlich. Habe ich einfach nicht dran gedacht.
Moment. Ich glaube, ich habe vielleicht auch gar nicht dran gedacht, weil ich es gar nicht habe. Oh. Beast denn unlocked. Gibt's ihn? Oder so? Ich dachte, der hat gesagt, man soll auf Beast ersetzen, aber scheinbar hat er gesagt, man kann nicht auf Beast ersetzen oder wie. Na gut, dann gibt's halt eben keine Biester. Ist auch irrelevant. Irrelevant, wir schaffen es auch ohne. Wenn ich bloß wüsste, wer von denen zum Foltern noch gut ist. Ich habe die Vermutung, es ist der Barde. Gießerei und in der Garnison. Ist auf jeden Fall egal, wir werden jetzt hochgehen und erobern. Erobern? Oh, hier gibt es viel zu erobern. Vielleicht bin ich noch nicht bereit. Die haben auch viel Verteidigung, wie ich jetzt sehe. So, aber der Weg ist schon mal frei. Der Weg ist frei, das bedeutet, ich kann... Hier bringt es mir nichts. Hier auf jeden Fall durch. Hier durch. Dann komme ich schon mal dorthin. Ist schon mal ein Weg zur Verfügung, auf jeden Fall. Haben sie wieder was zu tun. Garrison, unlocked. Ja, das ist ja schön und gut, aber... wann wird hier gefoltert? Ja? The Vanguard has been converted in your torture chamber. Aber in der Gießerei. Na gut, die nächste. Obey, unlocked. You've claimed the perception shrine. Magical meat, unlocked. Schneller! Los! Ach du Schande, es geht so langsam. Kann ich es auf irgendeine andere Art und Weise sehen, was die können, was die machen? General Lee Happy. Ich befürchte nein. Ich wollte gerade sagen, warum sehe ich jetzt... One of your minions Gott. Is unhappy. One skewered micropiglet. Two skewered micropiglet. Was sind das für Heinis? Die will ich doch alle nicht füttern müssen. Da sind so viele Minions, die ich nicht haben will. Oh, die will ich haben. Okay, Ziele erreicht. Oder Ziel gefunden. You've claimed an incantation. Ja, der ist gut. Der ist wichtig. Ja, kommt weg spät. Aber er ist trotzdem gut. Jetzt kostet alles weniger. One of your minions is unhappy. Madina, was der? Ah, okay. Jetzt hat er was zu futtern. Die trainieren fleißig. Wir haben ja auch ein paar... Gut, einen. Reicht. Einmal reicht. Ich würde dann einfach mal in den Krieg ziehen. Halt. Halt. Du bleibst schön hier. Friedenschor. So, jetzt kommt ihr mit. Angriff! Angriff.
Leider kann ich den nicht nehmen. A High Guard has been converted in your torture chamber. Kann gleich mitkommen. Spirit chamber unlocked. So, mit der dann lang. Wir müssen jetzt die Verteidigungseinrichtung auf jeden Fall zerstören. Natürlich habe ich vom Payday angegriffen. The angry monk would be slaying vampires if he wasn't roaring drunk. He attempts to work in the archive. 15 Stück. Boah, das ist heftig. Slaying Vampires. Natürlich vom Zahltag. It's Payday. Eingenommen. Sehr schön. Weitermachen. Der hat da aufgemacht. Gut. Mehrere Fronten. Ist doch immer schön zu kämpfen, nicht wahr? Aber wir haben auf jeden Fall viele. Tja, aber der ist nicht mehr so neutral. Ach Gottchen, die werden jetzt hier reingesteckt. Ah, das ist unangenehm. Genauso unangenehm, wie dass ich hier jetzt alles erobern muss. You found a neutral crack. Ja, Ausbruch! Alle greifen jetzt an! You found more gold. Here's more gold. Your minions fight the enemy. Dafür habe ich sie auch hier hingeschickt. Das sollen sie schließlich machen. Hauptsächlich die Verteidigungsanlagen. Die Verteidigungsanlagen, die müssen weg. Die sind so garstig geschützt. So, weiter geht's. Ja, jetzt zerstören wir auch noch die anderen Anlagen. Scheiß auf Zahltag. Wenn sie sauer sind, dann sollen sie rebellieren. Archive upgraded. Ich glaube, die ganzen Gefangenen, die verwandle ich einfach in Gold. Ich habe keine Verwendung für die. Wenn, dann züchte ich mir selbst welche mit Stufe 10 oder so. Your minions are in combat. Ja, meine Minions wollen wahrscheinlich auch ihr Geld irgendwann haben, aber ja, kann man nicht alles haben, nicht wahr? Ach, das sind Huntresses. Ach, das sind natürlich lästige Gegner. Und hier sind noch lästige Verteidigungsanlagen. Da oben ist auch noch eine Verteidigungsanlage. You found a neutral, restless spirit. Your minions are under attack. Wo sind... Warum sind so viele Minions eigentlich nicht da anwesend? Das ist so eine mystische Frage, auf die ich keine Antwort habe. A bard has been corrupted in your torture chamber. Das wiederum ist was Gutes. Ja, tatsächlich ist da mein Ziel, da sollt ihr durch und wenn ihr dann auf dem Weg zurück seid, schlagt ihr sowieso alles, kurz und klein. So der Plan zumindest. Und wenn ihr tot umfallt, ist mir auch recht. Stufe 1 komische Vampirjäger juckt mich nicht. Oder gibt's dafür Punkte? Oh, so viele Ver- Ach Gottchen, wollte gerade sagen. No match for your pet infantry. Ich muss ja gar nicht so viele Verteidigungsanlagen zerstören, ich dachte ich... Ich muss wahrscheinlich alle töten.
Und ich muss auch nicht so viele Leute retten. Ach Gottchen. Die ganzen Ziele sind ja gar nicht so notwendig. Ja, dann macht, was ihr wollt. Holt euch Gold, holt ihr... Seid, werdet glücklich, was auch immer ihr wollt. Du siehst besonders aus. Du wirst umgekrempelt. Der Rest nicht. Auch wenn du das Stufe 1 bist. Ja? Die sollten bei mir im Dungeon sein, nicht? Gut. You've identified an artifact of experience. Helft mir mit drauf zu hauen. One of your minions is unhappy. So, das... Ach, dort unten ist auch noch so ein Teil. Ja, aber die... Viele Kleinvieh-Einheiten kommen ganz gut dadurch. A minion is getting angry because it cannot find its pay. A minion has been converted in your torture chamber. No pay? Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich kann aber ein bisschen mehr Geld produzieren. Kostet es eigentlich. One of your minions is unhappy. A matriarch has been corrupted in your torture chamber. So viel Gold überall. Eigentlich brauche ich die Kerker auch nicht. Nicht, dass die aus Versehen hier noch Leute reinstecken. Alles nicht notwendig. Wie die Ratten draufgehen. Huch. One of your minions has gone completely loopy. So, um die wurde sich gekümmert. Ihr dürft euch jetzt entspannen. Und hier drinnen ist noch was zu tun, auf jeden Fall. Du kannst zu Geld werden. Unwürdige. So. Okay, da der Weg durch. Dann geht's hier lang. Ich möchte zu der unendlichen Goldquelle. Da so nah und doch so fern, weil ich so einen Umweg habe dorthin. Was sollen wir auch machen? Ach ja, dort unten zum Beispiel. Diener retten. Wir können jetzt dort unten mal einfallen. Ja, ich überlege gerade. Ja, tatsächlich, man kann auch so einfallen. Oder wir sprengen uns über die Seite durch. Das finde ich charmanter. Wahrlich charmanter. Müssen wir hier bloß durchbuddeln. Geld haben wir. Daran mangelt es in dieser Mission nicht. Transmutation unlocked. Work a lot. Unlocked. Fortify. Unlocked. Orgrim Wall unlocked. Midas Door unlocked. Okay. Pockziller unten links. Baron von Göbelgern aus dem... War der Baron dort oben? Wir können zumindest den Weg mal... stark verteidigt. Stark verteidigt auf jeden Fall. Ach, und ich kann mir ein paar neue... Soldaten gönnen. So einen. Und noch so ein Zwerg.
noch so einen. Die komische Magierin. Noch ein Feuerspeier. Bonjour. Bonjour. Bisschen was zu tun. Wo sind eigentlich die Ladies gerade? Ich wollte gerade fragen, wo sind die Ladies? Was machen die gerade? Warum sind die nicht anwesend? Das sind doch schon mittlerweile vier. Oh ja, oh, was bist du? Lord of Teeland. Unglaublich doof, wurde mit zahlreichen Orden für Dinge ausgezeichnet, von denen keines auch nur im geringsten mit Kampferfahrung oder Führungsqualitäten zu tun hat. You've identified an artifact of workers. Okay. Ich habe auf jeden Fall viel zu viele Leute und die kosten ordentlich Geld, aber das ist kein Thema. Artifact of workers. Time to pay your minions, Underlord. Nehm. For all their hard work. You have been blessed with permanent spirit workers. Wäre jetzt nicht gerade Payday, würde ich sie jetzt alle hier hinschicken. Aber den Archon kann ich schon mal hier hinschicken. Weil der muss seinen Weg laufen. Währenddessen sind wir hier auch schon gut vorangeschritten. Okay, gut, 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 gut. Ah, da haben wir dadurch und da. Ah, ist nicht mehr weit. Muss ich zwar klein. Okay, vielleicht ist das sogar klüger zuerst. Apropos klüger zuerst. Ich könnte mal langsam auch ein bisschen in Amber Spirits investieren, oder? Wer den Goldzink hätte ich gerne. Warum habe ich noch keine Amber Spirits? Kann das sein? Weil es die auch dies. Okay. Weil es keine Amber Spirits gibt in dieser Mission. Das erklärt natürlich einiges. Sehr interessant, welche Einschränkungen wir hier haben. One of your minions is unhappy. Aber kein Thema. Unhappy, warum? Weil du hier in die Wirtschaft willst. A Vanguard has been converted in your torture chamber. So ist's richtig. Your minions have engaged the enemy. Wo? Ach ja, stimmt ja. Da war ja jemand, der gerade kämpft. Der kriegt jetzt Unterstützung von den Menschen. A matriarch has been corrupted in your torture chamber. Die können theoretisch machen, was sie wollen. A high guard has been converted in your torture chamber. Interessant auf jeden Fall, wie hier gerade gekämpft wird. Dass die alle zu dem wollen. Mandalf, der Ausgesetzte. Mandalf. Ich glaube, der wird noch als Gegner angesehen in einem anderen Szenario. Die da im Kreuzfeuer. Gefährlich. Ihr holt euch noch ein bisschen Unterstützung. Ansonsten. Okay, wenn die Räume eingenommen werden, sollte das alles kein Thema mehr sein. Keiner muss hier bleiben. Genau, die können alle wieder zurückgehen. Ja, nur meine Arbeiter müssen jetzt hier arbeiten. If you dig far enough to the east, I hear there's a dwarf fortress ill prepared for invasion.
A huntress has been corrupted in your torture chamber. Könnte das nächste Ziel von mir sein. Aber erstmal, ja, werden hier gleich Sachen eingenommen. Dauert zwar ein bisschen, aber gut. Ja, die Armee wächst. Ach ja, dort unten sind wir jetzt auch durch. Da kann ich jetzt auch sozusagen. Your minions are in combat. One of your minions is unhappy. Treiben. So, hier sprengen wir uns einfach rein und dann ist alles fein. Als nächstes. Aber erst hier. Genau, der kümmert sich darum. Das ist wunderbar. Kriegt jetzt auch noch unterstützende Menschen an die Seite. Wunderbare Sache. Underminer complete. Wohin geht der Archon? Der ist so eigentlich. Achso, da läuft er. You found a neutral minion. Ja, das sind so einige. Die sollen mal nicht in die Richtung gehen. Die sollen einfach mal hier weitergehen. Bolts will rain from the skies. One of your minions is unhappy. Because it hasn't escaped. Wobei in dem Fall sind die vielleicht aus anderen Gründen noch unhappy. So, irgendjemand muss das jetzt bloß einnehmen, hier durchgehen und so weiter und so fort. Der Archon und die Huntress. Oh, die Huntress hat es alleine erledigt. Sehr gut. Genau, jetzt müssen die Sachen bloß eingenommen werden. Das dauert, genauso wie dort oben dauert es ewig. Aber machbar. Wir können da raus und können es kaputt machen. Die können hier raus und das kaputt machen. One of your minions is unhappy. Those rescued minions are most grateful to you for taking them in. Let's see how they feel once you've cracked the whip. Jawohl, ja. Ja, aber im Moment, das läuft doch ganz gut. Die machen super viel Schaden. Also tatsächlich die Jägerin, oder... Ja genau, die Jägerin, die finde ich so OP. Wie sieht's das hier aus? Okay. Wunderbar, die wurden alle freigelassen, ist alles gut. Schön. Dann müssen wir hier durch. Und dann hier durch, dann ist der Weg frei, dann können wir hier durch, ist der Weg frei, dann können wir hier durch, ist der Weg frei und dann müssen wir hier warten. Und dann will ich endlich unendlich Geld. Ja, gut, in der Zwischenzeit können wir hier runtergehen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal den... Ah, können wir hier unten und naja. Ja, brauchen wir den wirklich? Eigentlich nicht, oder? Your units have been blessed with experience. Some of your minions are unhappy. Wir gönnen uns das. Schmeißen einfach hier ein paar ab. Die gleich in die Lava springen werden. Nein, nicht sprengen werden. Ein Vampirjäger. Was haben wir hier? Giftspeier und so. Einfach mal rein.
Where once there was a penal colony. Okay. Now blossoms a pet dungeon. Ah, nicht so schnell, nicht so schnell. Wir sind noch halt fertig. Lord Piglet muss befreit werden. Was haben wir noch, ne? Porkzilla meine ich natürlich. Wir haben auch noch nicht Baron von Göbelgern befreit. Den habe ich noch gar nicht entdeckt. Also noch nicht herausgefunden, wer das ist. Und hier sind noch so viele Sachen zu erobern. Where the hell am I? Hier hätten wir auch durchgekonnt. Warum so komische Bewegung? So. Macht ihr mal was? Irgendwie kommt es mir so vor. Hallo? Wollt ihr durchlaufen? Sachen zerstören? One of your minions is unhappy. Time to pay your minions, Underlord. Sind die wegen Buggy, wegen den Gegner da drin? Ich sehe schon, die weißen Creeps da drin wollen schon kämpfen, aber das hat alles keinen Sinn. Hat sowieso jetzt alles keinen Sinn mehr, weil das gehört jetzt mir. Oh, Moment. Ah, hier, die sollten sich. Die können sich schon darum kümmern. Because it hasn't been paid. So, Porkzilla und so. Wie kriegen wir denn jetzt raus? Okay, die versuchen jetzt das Gefängnis einzunehmen. You've rescued the daddy of all pigs. Ja! Porkzilla. He seems somewhat familiar to me. Die wollen, die greifen Porkzilla an. Aber Porkzilla macht sie fertig. Wow, Porkzilla macht sie wirklich gnadenlos fertig. Schau dir das an. Der hat einen AOE-Angriff. Und irgendwelche Spezialangriffe. Sehr gut. One of your minions is unhappy. Porkzilla, du bist frei. Ich möchte mal in deine Haut schlüpfen. Das war Übernahme. Porkzilla, ja. Was kannst du? Arbeiten, okay. Zum Überall hin funktionieren, okay. Feuer, Porkzilla, Feuerball des Todes. Okay, das war deine Attacke anstatt die ganze Zeit. Boss Porkzilla. Sehr gut. Moment, ich kann das gar nicht verkaufen, oder wie? Doch. Sehr schön. Porkzilla ist schon mal befreit. Der Baron. Der Baron. Der Baron, der Baron, der Baron. Wo ist der Baron zu finden? Der Baron. Ja gut, ist auch die Frage, was greifen wir als nächstes an? Ist hier drin ein Baron? Bist du ein riesiger Baron? Von Göbelkern aus dem Kerker befreien. Also hier sind auf jeden Fall vier Wände dazwischen. Das sieht nach einem adäquaten nächsten Ziel aus. Da ist ja noch einer, der noch nicht überzeugt wurde. Und die alle wollen zu Gold werden, habe ich gehört. Das ist ein Pony, oder? My Little Pony. Ja, die will ich auf meine Seite ziehen. So. Money in the bank. Gut.
Achso, ja. Mein eigentliches Ziel von vorn war ja eigentlich Gold zu scheffeln. Dazu muss ich sprengen. Und hier, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Da könnte natürlich auch irgendein Baron drin sein. Sieht auch wieder gefährlich aus. Ach, das könnte auch der Baron sein. Er hat zumindest eine Krone auf. Und hier unten... A Demogorgon has been converted in your torture chamber. Sieht's jetzt nicht zwingend nach Baron aus. Oh, stimmt, wir haben ja das Nachbargebäude hier noch gar nicht eingenommen. Demogorgon has been converted in your torture chamber. Unspektakulär. Ah ja, dort unten wurde der Weg freigeschaffen. Mhm. Und die Demogorgon wollen da gleich mal durch, wie es ausschaut. Genau, die sehen da schon gleich Aggressionspotenzial in dieser Tür. Das ist in Ordnung. In der Zwischenzeit. Der Underminer. Fertig. Dann geht's hier durch, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Das wird abgemeint. Wunderbar. Sehr gut. Der Weg ist geebnet. Ich habe mehrere Vermutungen. Jetzt versuche ich erstmal das zu tun. Das machen sie gerne. Alle mal runterschicken. Das wird gleich zu einem richtigen Gemetzel. Und da wird einfach durchgerannt. Ja, hier gibt's... Oh, das... Ah, das ist ordentlich, was da jetzt kommt. Genau, das sollte nur eine kurze Zeit standhalten, alles. Ach so, die haben da so einen Befestigungsschrein. Ja gut, das ist ein Grund, warum die vielleicht länger durchhalten. Aber, ja... Jetzt werden sie gnadenlos überrannt. Weiter geht's. Weiter mit dem Überrennen. Und zwar bis hierhin. Oh ja, wie sie durchschnetzeln. Okay. Ich bin zufrieden. Jetzt könnt ihr wieder machen, was ihr wollt. Wenn es kämpfen ist, dann kämpft. Wenn nicht, dann nicht. Wobei, gefällt mir nicht, dass hier so ein Bossgegner ist. Nicht, dass Mr. Porkzilla hier Probleme bekäme. Und er ist umgefallen. Lächerlich. Wow, wie schnell. Wow, 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 wie schnell. Achso, die wurden gebufft. Ich würde mich freuen, wenn sie sich darum kümmern würden und das zerstören würden, statt tot umfallen. Es wird sich auf jeden Fall drum gekümmert. Wenn... Wo ist... Ah, da ist einer. Wenn hier schon was gemacht... Wer oder was bist du? Ach, ein Bestienmeister. Das sieht... anders aus. So skelettös. Neuer Skin für einen Bestienmeister. Cool. Ja gut, hier sieht irgendwie jedes Monster anders aus, als ich es gewohnt bin. Das Betrachterauge hier sieht auch anders aus. Die wollen alle raus.
Und Porkzilla will sie befreien. Schon klare Sache, aber ja, so funktioniert das eben nicht. Wir müssen warten. Hm? Was passiert hier? It's a good thing this game isn't in black and white. Warum? Erläuterung? Behauptung? Erläuterung? Hm. Ich will da durch. Hm. Wird wenig dauern, bis sie es eingenommen haben. Gut, Baron. Wenn der da ist, dann wird er da befreit. Aber vielleicht bist du der Baron? Baron, geh aus dem Kerker retten. Könnte auch der Baron sein. Ah, ich vermute wirklich, dass es der ist. Da hinten, der da drin. Also machen wir den Weg frei. Das Schöne ist, die rebellieren nicht so sehr. Auch wenn sie unhappy sind. Das habe ich befürchtet. Das wollte ich eigentlich nicht als Ziel. Ach, ja. Moment. Warum ist hier niemand und macht hier weiter? Frechheit. Payday has come again. 70.000 Payday. A witch doctor is unhappy. Das ist because it has no layer. Nicht trivial. Ich vermute, der Baron ist hier drin zu finden und er wird jetzt erobert. Because he hasn't got back. Hm, wo kommst du? Wann kommst du? Wo bist du unterwegs? Wo sehe ich? Halt! Ach, runter mit euch. Das wollte ich noch machen und das und unendliches Gold. Wunderbar. So, wo kommt mein Archon? Da kommt er angeschwebt. Na gut, dann. Oh, eine Huntress ist gestorben. Das ist unglücklich. You found a neutral beast, Master. Conduit complete. Egal. Angriff. One of your minions is unhappy. Puh. Lauter Zeugs. So, erobert das Zeugs. Zerstört die Tür. Der Baron ist bestimmt hier drin. Wie sieht's mit den Punkten aus? Ja. Müssen wir tatsächlich gar keine Creeps spawnen lassen. Da müssen wir einfach hier alles platt machen und haben wir es auch schon geschafft. So. So, ist das... Doesn't believe you exist. Was? Your creatures are in combat. Ja, die ganzen Creatures kommen erst noch. Das ist Armutszeugnis. Könnt ihr alle hochziehen, aber ja, das klappt schon irgendwie. Wir haben hier viel zu zerstören. Der ist ja noch eine Stufe 10er. Wenn ich das angreife und die alle da durchrennen, auf dem Rückweg müssen sie ja sowieso kämpfen, nicht wahr? Gibt auf jeden Fall noch sehr viel zu killen. Hier gibt's Punkte zu erobern. Wir brauchen immer viel. One of your minions is unhappy. You found a neutral beast, Master. Das gilt, glaube ich, unten. Hm.
So, jetzt noch auf der Seite alles platt machen. Da oben ist eine Stufe 5. Ach, hier sind überall noch ein paar Stufe 5er gefangen. Wir brauchen halt auch wieder hier Minions, die hier Sachen einnehmen. Jetzt kommt der Rest gerade an. Den brauche ich gleich nicht mehr. Rennen die deswegen wieder zurück, weil das Gegenstand, den ich angewählt habe, kaputt gemacht wurde? Das könnte einiges erklären. So, ich glaube, dort oben ist noch einer. Den macht ihr auch noch platt. Im Vorbeigehen, idealerweise. Und der Rest ist Sachen einnehmen. Und hoffen, dass das der Baron ist. Sagen wir es mal so. Ich hoffe einfach, dass das der Baron ist. Oder dort unten der Baron ist. Na, wobei das dort unten müsste... Ich glaube, das wurde jetzt langsam eingenommen. Und wenn nicht, sollte es langsam eingenommen werden. Verflucht. Das wollen wir gar nicht mehr. Das wollen wir. Die wurden anscheinend schon rausgelassen hier. Was ist... Ach so, hier war nochmal Gold. Hier war... So ein Glitzerviech. Aka Dominik G. Egger. Da sehe ich auf einmal den Namen, komischerweise. Das ist dann nicht der Baron. Not the Baron. The Baron ist hier unten wahrscheinlich. Kann ich es auch mittlerweile sehen? Your tavern needs to be larger. Ich kann es nicht you sehen. Found a neutral beast master. The molten Skarg went for a swim in a volcano and didn't feel a thing. It clearly has excellent endurance and can even regenerate outside combat. Pink so cool. Eye is an Oculus who was blinded by a mysterious ailment. She flies swiftly, stunning enemies, scouting the terrain and clearing the fog of war as she goes. Auch nicht schlecht. Bisschen spät, diese Informationen. Hier und dort wäre noch ein Ort. Wie komme ich hier eigentlich rein? Achso, darüber. Falls das nicht der Baron ist, dann ist der Baron woanders. Da ist er. Baron von Puk. Baron von Pukmuch is lord of the entire Chunderdom. He works in the foundry when not demanding fealty from his subjects. Okay. 149.000 HP. Grundangriff, Kopfschuss, lähmt es, rülps übrige Gase. Furz mit Sturmgewalt über seinen großen und giftigen Ehe. Okay, riesiger güldener Spucker einfach. So, es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt nicht mehr viel. Oh lol. Die sind ja doch noch hier drin. Und was sehe ich denn hier? Ist was zum Sprengen. Aber so wie es aus... Ja, führt nur zu einem weiteren Artefakt. Underminer complete. Your units have been blessed with experience. Jawohl. Und das war auch das Letzte, was ich hier braucht habe. Gut, der Rest ist nicht mehr notwendig. Die zwei Sachen, sie sind nicht relevant. Und müssen wir auch deswegen nicht machen. Sehr gut. Dann... Minions are under attack. Ist das egal. Weiterte... Verwende die Weiterteste auf der Registerkarte mein Hobby Dungeon. Wo war das nochmal? Weitertaste. Your minions are under attack.
Achso, da. Okay, weitergehen. Geschafft. Sehr schön. Alle Achievements geschafft, alle Sachen geschafft. Und war eine schöne Map, finde ich. You've broken Lock Shackle wide open. Das mit dem Gold. Your pets run wild through the tunnels and will no doubt breed like chunders. Okay. Das habe ich jetzt nicht vor, aber gut. Wäre schön gewesen, wenn das Gold in der Nähe gewesen wäre, weil das hat mich schon ein bisschen gebremst. Unnötigerweise, aber die Zeit habe ich mir halt gegönnt. Aber trotzdem war das eine ganz coole Map. Ein paar coole Ereignisse bzw. coole Sachen zu finden. Ansonsten schöne Map wiederum. Mal schauen, wie es weitergeht in dem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.